Jetzt ein heißer Fahrstuhlszene, wollte ich sagen. Albert. What? Why are you holding up a driver? Shit, Wesker. I thought he was dead. Ja, so kann man sich irren. Oh, hey, das ist sehr einladendes Bild. Oh ja. Ich habe nur das grüne Kraut gesehen. Ich bin übrigens voll. Ich auch. Pass auf, hier ist Gewehrmunition. Die kann ich mitnehmen, oder das Kraut kann ich nicht mitnehmen. Ach, Brandgranate kannst du mir aber geben. Oh, ich höre schon so ein Licker. Oder irgendwas in der Art. Ach du Scheiße. Guck mal hier in den Gang. Stimmt. Nicht schön. Ich finde das so süß, wie sie sich umdrehen immer. Ja. Ist voll niedlich. Alter. So einer ist schon mal erledigt. Der ist auch erledigt. Nee, doch nicht. Hey. Ich muss sagen, die Leker waren in Resident Evil 2 wesentlich stärker. Da brauchten die einen gezielten Schlag und haben dich sofort getötet. Hier können die dich ja doch mal mit ihrer Zunge durchbohren oder so, ohne dass du gleich sofort One Kill. Ein bisschen ablecken, abschlecken. Ja. Oh, Alter. Der hat sich auch erschreckt. Hast du gesehen? Der ist bis an die Decke geflogen. Mann! Ich nehme mal eine Brandgranate. Boah, wie viele! Ja. Da merkst du, wie schön Handgranaten dort sind und wie effektiv. So, der ist erledigt. Alter! Ja, die stehen nur auf dich, was das angeht, ne? La 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 la. So. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Ja. Oh. Da hat's ein bisschen Boom gemacht. Och nee. Hier an dieser Stelle. Oh, Pistolenmunition kannst du beides mitnehmen. Hier an dieser Stelle müssen wir jetzt schnell sein. Okay. Weil sonst macht's Boom? Ja. Sonst machen wir Boom? Ja. Oh, guck mal, da unten ist ein Typi. Nein, jetzt habe ich gerade das kleine Kraut benutzt und hier ist ein rotes. Ja. Oh. Da, irgendwie. Was war das? Huch. Ist erledigt? Scheinbar.
wollte gerade fragen, was war denn das? Huh! Ich hab eine Blendgranate abgekriegt. Boah. Kann ich hier nicht in Deckung gehen? Ist ja scheiße. Oh, wir haben ja beide kaum noch Leben. Ja. Und wo bist du denn? Da. Ich habe aber nichts zum Heilen. Ist kein Problem, ich habe ja noch gehabt. Also das kleine rote Kraut, das habe ich noch, ja. Ja, ich habe noch ein komplettes, also rot-grün. Stolenmuni. Oh, ey. Oh. Vor allem, man sieht noch so richtig, wie die auf einen zukommt. Ja. Also zumindest habe ich sie gesehen. Und müssen wir jetzt von Kiste zu Kiste hüpfen, ja, oder was? Deshalb müssen wir ja jetzt schnell sein. Oh, da wer schmeißt die denn als diese Blendgranaten? Ich weiß nicht, ach, da oben, oder? Der ist jetzt jedenfalls weg. Kann sein, dass er das war. Ich traue mich nicht. Du kannst das ohne mich, ne? Ich muss doch gar nicht mit, oder? Keine Ahnung, ob du mit musst. Ja, okay, das ist jetzt okay, nicht so schlimm, oben. Dadurch, dass die Gegner nicht mehr da sind. Ja, da geht's eigentlich relativ. Ja. Chris Schultern waren wieder für einen kurzen Moment zu breit. Okay. Der hat noch Maschinengewehr-Munition. Ich hab das Band gestoppt. Genau, erstmal nachladen. So, wo geht's hier weiter? Ich hab Lust auf Action. Oh geil, grünes Kraut. Jetzt kann ich kombinieren. Ich wollte gerade sagen, hast du noch ein rotes? Oh Scheiß, jetzt müssen wir ja drauf. Und die schießen auf uns und da sind Explosionsdings. Ja. Ich will das nicht. Was explodiert denn hier andauernd? Ach so, wenn das da ins Feuer fährt. Ja. Genau. So. Okay. Rennen, rennen, rennen. Alter, die schmeißen mit Dynamit. Ach so, schön. Oh, jetzt kommen hier noch welche so drauf. Aua. Irgendwas ist hinter mir explodiert. Nee, über dir. Oh, über mir. So, ich hab's geschafft. Jo. Ich kann das Band anhalten. Ich bin direkt hinter dir, ja. Oh, ich halte das Band trotzdem an. Alter, nicht dein Ernst. Alles gut? Dieser hässliche Drecksack. Oh. Hier unten liegt noch Pistolenmunition. Ja, ich hab's schon gesehen. Oh, hier ist ein Koffer. Ey, ist das wahr? Einer SIG 556 MG. Alter, was ist das denn hier? Was? Wo? Was ist das? SIG 556 MG. Ja, normalerweise, das ist dein Gebiet. Okay. Okay. Und da ist noch ein Dokument zum Lesen. Oh, guck mal, da sind Menschen auf dem Band. Also die von oben, also diese komischen Dinger da, die da in diesen Dingern waren und Dingern. Über den in den Einrichtungen gefunden mutierten Organismen. 6. Mai, als die Rakete mit dem Ouroboros-Virus beladen wurde, brach ein Feuer aus. Dies hatte eine temporäre Quarantäne der Stufe 4 in der unmittelbaren Umgebung zur Folge. 11. Mai, seit Beginn der Quarantäne sind 5 Tage vergangen. Es liegen Berichte vor, dass ein Tier unter seltsamen, schnellen Mutationen leidet. Augenzeugenaussagen zufolge besitzt die Kreatur offenbar eine sehr harte Epidermis.
Es wurden jedoch keine viralen Zysten beobachtet, die auf eine Verbindung zu Ouroboros schließen lassen. Ich vermute, dass wir es hier mit etwas, das vom Ouroboros-Virus beeinflusst worden ist. Mit Sicherheit eine seltene Erscheinung. Ich werde vielleicht morgen ein Untersuchungsteam zusammenstellen und eine Probe nehmen zu lassen. 12. Mai. Ich habe ein Team losgeschickt, um die Sichtungen dieser seltsamen Kreatur zu untersuchen. Aber das Ergebnis war katastrophal. Ein anderes Team wurde losgeschickt, um die Leichen des ersten Teams, die von etwas Scharfen verstückelt wurden, zu bergen. Die Körper wiesen zudem Stichwunden auf, die offenbar von einem riesigen Speer verursacht wurden. Spuren einer chemischen Substanz wurden auf den Augen einer Leiche gefunden. Mit welcher Art von mutierten Virus wir es hier zu tun haben, ist dies zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Basierend auf der ersten Untersuchung können wir es mit einer neuen Art von BOW zu tun haben. Da die Kreatur mit einem recht beeindruckenden Angriffsstil auftrat, habe ich ihr vorläufig den Namen Reaper gegeben. Natürlich werden noch mehr Daten über die Kreatur benötigt, bevor eine ausführliche Analyse eingereicht werden kann. Schön. 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 Sehr, sehr schön. Mhm. Oh ja, jetzt aktivierst du das Band und die Leute da, die... Scheiß auf die Leute. Gehen kaputt. Die sind sowieso schon tot. Nein, die leben noch, die bewegen sich. Ja, aber sind schon keine normalen Menschen mehr. Warum ist denn das hier so ruhig? Oh nee. Warum ist denn das so eklig? Warum sieht's aus, als würde das gleich an der Decke abplatzen? Weil das gleich passieren wird. Nein, kann man das nicht schon vorab machen? Ich will nicht. Ich hab so... Nicht so an Resident Evil Revelations. Was? Ich hab gar keine Dings, keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Okay, gut. Oh, hier ist ein grünes. Rotes Kraut. Pistolenmunition. Oh, ich hab einen Hebel gefunden. Noch mehr Pistolenmunition. Das ist das, was ich brauche. Pistolenmunition. Am Arsch. Ich drück den Hebel. Ah ne, es sind zwei. Und das rote Kraut? Kann ich nicht nehmen. Kann ich schon nehmen, aber... Ja. Ach ja, kann ich auch nehmen. Warum nehme ich das nicht? Weiß ich nicht. Ach nee. So, jetzt können wir die Hebel heben. Hebel. Oh, ja. Ah ja, jetzt funktioniert das natürlich. Ja, und jetzt kommen die Viecher da hinten rausgebrochen. Ich sag's ja nur. Oh, geh du vor. Ich bin schon vor. Okay. Jetzt so die Frage, wo ist das? Kannst du die Munition hier noch mitnehmen? Hast du dafür noch Platz? Ja. Gut. Finde ich nämlich zu schade. Es ist direkt vor mir. Ich hab's gesehen. Alter, was? Vor allem, wie der gar nicht mehr aufhört. Der macht voll den Overkill. Ach ja, auf einen neuen. Die sind da schon unten, scheinbar. Nice. Okay, wir wissen also, die können mit einem Schlag töten. Ja. Das wissen wir. Alter! Ist jetzt das nächste durchgebrochen? Ne, ist doch ein und dasselbe, ne? Ja. Ist weg. Alter, was halten die Viecher aus? Ja. Zum Glück sind die anderen nicht durchgebrochen. Erinnern mich aber auch an die gleichen Gegner, die in Resident Evil 2 schon mal aufgetaucht waren. Ne, im ersten Teil sind die aufgetaucht.
Damals in der, in dem Forschungsgelände unten. Ach, nice. Kann man jetzt deine Waffe nochmal nehmen? Nee, och man. Ja, das wär's, ne? Das wäre jetzt schon cool gewesen. So, wie kommen wir jetzt auf das Band? Ach, da. Müssen wir noch da? Ja. Oh. Nur hin und wieder kommen Kisten. Ich komm nicht an der Kiste vorbei. Tschüss. Ja, toll, das wird auch nichts. Hä, hey, wie dumm ist das denn? Da kommst du ja nie an der Kiste vorbei. Ach halt, ich mach's anders. Was denn? Oh, da hat einer eine Goldkette. Oh. Ach cool, wenn du in der Mitte von den Laufbahnen bleibst, dann... So, ich bin drüben. Nein! Komm schon! Ja. Oh, hier ist Gewehrmunition. Bin schon auf dem Weg. Ja, toll. Ja, was? Bringt nur. Töte ich wenigstens keine weiteren Leute mehr. Come on! Come on! Eieieiei. Wollen wir hier einen Schnitt setzen? Ja, das können wir eigentlich sehr gerne tun. Ja, da hast du, ja, da hast du eigentlich vollkommen recht, ja. Dann setzen wir hier einen Schnitt. Ja, ja, das kennen wir aber schon, dieses schwarze Zeug. Okay. Das ist uns schon mal begegnet, gleich am Anfang des Spiels eigentlich. Ach so, okay. Oh nee. Das ist dieses komische Zeug, was auch hier Venom. Hm. Kann ich mich darunter wieder duschen? Nö. So ein bisschen, so ein paar Tropfen kriegst du ab. Ah, ja, ich reibe mich an dieser schwarzen Masse. Mann, hier definitiv einen Schnitt. Okay. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Du kannst auch gerne den Schnitt setzen. Meine Stimme ist angeschlagen. Oh, ich streck mich gerade. Alter, hör auf, dich zu strecken. Sonst, ja. Sonst ich beschneide dich. Schnipp, schnapp. Da ist der Lulatsch ab. Ja, kein Alter, wir müssen jetzt nicht so intim in diese Serie eintreten. Okay. Okay. Ja, dann, okay. Dann machen wir hier einen Schnitt und wir sehen uns einfach in der Folge wieder. Genau, bis dann und tschüss. Ja, ciao.